أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Was in den Himmeln ist und was auf Erden, preist Allah. Sein ist das Königreich und sein das Lob. Und er vermag alle Dinge zu tun. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Er ist es, der euch erschaffen hat. Aber einige unter euch sind Ungläubige und einige unter euch sind Gläubige und Allah sieht, was ihr tut. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Er schuf die Himmel und die Erde in Weisheit. Und er gestaltete euch und machte eure Gestalt schön. Und zu ihm ist die Heimkehr. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dhatis sudur. Er weiß, was in den Himmeln und auf Erden ist, und er weiß, was ihr verhehlt und was ihr offenbart. Und Allah kennt alles, was in den Herzen ist. Alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qablu fadaqu wabala amrihim wa lahum 'adabun alim. Ist nicht die Geschichte zu euch gedrungen von denen, die zuvor ungläubig waren? So kosteten sie die bösen Folgen ihres Betragens und ihnen wird qualvolle Strafe. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Dies, weil ihre Gesandten zu ihnen kamen mit klaren Beweisen. Sie aber sprachen:
sollen Sterbliche uns den Weg weisen? Also glaubten sie nicht und wandten sich ab. Doch Allah bedurfte ihrer nicht, und Allah ist sich selbst genügend preiswürdig. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Die da ungläubig sind, wähnen, sie würden nicht auferweckt werden. Sprich, doch, bei meinem Herrn. Ihr werdet gewisslich auferweckt werden. Dann wird euch gewisslich verkündet werden, was ihr getan. Und das ist Allah ein leichtes. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Drum glaubet an Allah und seinen Gesandten und an das Licht, das wir herniedergesandt haben. Und Allah kennt wohl, was ihr tut. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّوَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Der Zeitpunkt, da er euch versammeln wird am Tage der Versammlung, das wird der Tag gegenseitigen Verlustes und Gewinns sein. Und wer an Allah glaubt und das Rechte tut, er wird seine Übel von ihm nehmen und wird ihn in Gärten führen, durch die Ströme fließen, darin zu weilen auf immer. Das ist die höchste Glückseligkeit. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Die aber ungläubig sind und unsere Zeichen verwerfen, die sollen die Bewohner des Feuers sein. Darin müssen sie bleiben, und eine schlimme Bestimmung ist das. Ma أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Kein Unglück trifft ein außer mit Allahs Erlaubnis. Und wer an Allah glaubt, er leitet sein Herz. Und Allah weiß alle Dinge.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. So gehorchet Allah und gehorchet dem Gesandten. Doch wenn ihr euch abkehrt, dann ist die Pflicht unseres Gesandten nur die deutliche Verkündigung. Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkal. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, und in Allah sollen die Gläubigen Vertrauen haben. Ja, ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. O, die ihr glaubt, wahrlich, unter euren Frauen und Kindern sind welche, die euch Feind sind, so hütet euch vor ihnen. Und wenn ihr vergesst und Nachsicht übt und verzeiht, dann ist Allah allverzeihend, barmherzig. Innama أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Eure Reichtümer und eure Kinder sind nur eine Versuchung. Doch bei Allah ist großer Lohn. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. So fürchtet Allah, so viel ihr nur könnt, und höret und gehorchet und spendet. Es wird für euch selbst besser sein. Und wer vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist, das sind die Erfolgreichen. Wenn ihr Allah ein stattliches Darlehen gewährt, so wird er es euch um ein Vielfaches vermehren und wird euch vergeben, denn Allah ist erkenntlich, langmütig. Alimul Ghaybi wash-shahadatil Azizul Hakim. Wisser des Verborgenen und des Sichtbaren, der Allmächtige, der Allweise.